Herzlich willkommen in der Tumorsprechstunde. Heute wollen wir uns mit dem Thema Speiseröhrenkrebs befassen. Wir haben heute bei uns im Interview Herrn Turla. Herr Turla, herzlich willkommen. Sie haben im Sommer letzten Jahres die Diagnose gestellt bekommen eines Speiseröhrentumors. Können Sie uns einmal kurz beschreiben, wie bei Ihnen die Diagnose herausgefunden wurde und was danach dann mit Ihnen angestellt wurde? Also eigentlich hat alles relativ unproblematisch angefangen. Es war im Frühsommer letzten Jahres. Da bekam ich Probleme mit dem Schlucken. Das Essen ging nicht mehr sauber die Speiseröhre runter. Und dann kam plötzlich der Zeitpunkt, wo ich gewisse Speisen gar nicht mehr essen konnte. Die musste ich brechen. Dann habe ich mich dazu entschieden, beim Hausarzt mich zu melden. Dann wurde ein Blutbild gemacht. Das Blutbild hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Sind Sie denn selber zum Arzt gegangen oder hat Sie Ihre Frau geschickt? Nein, ausnahmsweise war ich derjenige, der entschieden hat, zum Arzt zu gehen. Und es ging dann weiter zum Spezialisten. Der hat eine Magenspiegelung gemacht und dort festgestellt, dass irgendetwas unter der Schleimhaut wächst. Genau, und dann hat man eine Biopsie genommen, eingesendet und 4 Tage später, das war im Juli letzten Jahres, kam die Diagnose, dass... Das ist ja so eine ganz typische Geschichte, dass man eben merkt, dass es beim Schlucken nicht mehr so richtig funktioniert. Nachdem denn da die Diagnose gestellt worden ist, wie ging es denn dann weiter? Sind Sie da gleich operiert worden oder was ist da erstmal passiert? Es ist etwas Surreales. Also man empfindet sich in einem Kokon. Also man wird von einem Arzt oder von einer Sitzung zur anderen angemeldet. Man kommt von einem Arzt zum anderen und jeder macht die entsprechenden Kontrollen gemäß seinem spezifischen Feld. Und am Schluss hat man ein gesamtheitliches Bild, wo was wie liegt und dann wird ja entschieden, welche Therapie am besten. Hat man sich da nicht, als Patient fühlt man sich da nicht verloren, wenn da so viele Doktors kommt, ein Radiologe, ein Gastroenterologe, dann kommt der Chirurg noch und der Onkologe? Im Gegenteil, ich würde jetzt sogar behaupten, dass es so den Druck nimmt, eine Zweitmeinung einzuholen, wenn man weiß, dass eine Gruppe von Ärzten, von Spezialisten zusammen eine maßgeschneiderte Therapie zusammenstellt, dann da muss man sagen, dann da hilft das doch ungemein auch für den Patienten, dass er sich wohlfühlt. So wohl, dass man sich auch fühlen kann in einer solchen Situation. Können Sie uns einmal den schwierigsten Moment oder die schwierigste Situation erklären, die da sich bei Ihnen eingestellt hatte und vielleicht auch den positivsten Moment im Rahmen der Behandlung von diesem Speiseröhrentumor? Also die schwierigste Situation kann man ohne weiteres so sagen, dass die Feststellung, es ist jetzt etwas doch Ernsthafteres geschehen. Man muss sich bewusst sein, es kann auch schief gehen. Und wenn man Familie hat oder nahestehende Familienmitglieder, die sich auch Sorgen machen, zu sehen, dass sie hilflos nebenbei stehen, aber nicht selbst eingreifen können und somit einfach... Speziell ist auch bei mir war es ja mit den kleinen Kindern. Das ist sehr schwierig. Das ist äußerst schwierig dann auch, wie sage ich es den Kindern, wir haben uns auch erkundigt, wie man das mitteilen kann. Aber speziell muss ich schon sagen, wenn der Operationstermin immer näher rückt, dann merkt man doch, die Anspannung wird immer größer. Und dann liegt man einfach vor dem OP. Saal und wartet eigentlich nur noch darauf, dass man nach der Operation wieder aufwacht. Und wie haben Sie das erlebt, die Operation und die Tage danach? Die Operation selbst, muss ich sagen, das war sicher vom Vorteil, dass wir relativ schnell, morgens um 8:30 wurde ich gerufen, 8:45 war alles abgeschlossen und da habe ich schon bereits die Maske aufgesetzt bekommen und dann schlief ich. Und um 2:45 am Nachmittag, als ich wieder aufgewacht bin, dann ist eine doch merkliche Erleichterung hat da stattgefunden im Körper, dass alles doch gut gegangen ist. Und die schwierige Phase nach der Operation, muss ich sagen, das war am dritten Tag auf der Intensivstation. Die ersten beiden Tage ist man irgendwo noch ein wenig von der Narkose beeinflusst.
Und am dritten Tag, da merkt man keine Veränderung. Und dann denkt man doch, was ist jetzt alles geschehen? Und da kommt dann so alles über einen drüber, genau. Nicht? Und man wird sich klar, was da eigentlich abgelaufen absolut. Ist. Ja. Und der zweite schwierige Moment bei mir war effektiv nach dem 10. Tag im Spital, als ich wusste, dass es möglicherweise bis zu 3 Wochen gehen kann, bis man aus dem Spital entlassen wird. Und wenn man sich da bewusst wird, dass eigentlich erst die ersten 50% des Spitalaufenthalts vorbei sind. Wie lange waren Sie denn insgesamt in der 17 Tage waren es. Ja. Solche Zahlen merkt man sich dann relativ gut. Und danach kam dann noch eine Reha? Nein, das war eben der positive Aspekt, als man schlussendlich sich entschieden hat, dass man keine Rehabilitation machen muss, dass man auch die Genesung, der weitere Genesungsverlauf auch zu Hause machen kann. Und das war sicherlich einer der besten und schönsten Momente nach einem... Dass Sie dann nach Hause kommen. Genau, genau. Abschließend, wenn Sie jetzt zurückblicken, was gibt es denn jetzt, nachdem die Operation jetzt schon einige Zeit zurückliegt, für Einschränkungen in Ihrem Alltag, in der Lebensqualität? Können Sie bestimmte Dinge nicht essen oder gibt es da irgendwelche gravierenden Einschränkungen? Es ist so, dass man sich natürlich bewusst sein muss, dass der Magen, die Magengröße nicht mehr die gleiche ist wie vor der Operation. Also man muss effektiv mehrfach oder mehrmals pro Tag einfach Speise zu sich nehmen, einfach in kleinen Portionen, aber eine eigentliche Einschränkung, man muss es herausfinden. Ich gehe davon aus, dass es für jeden etwas anderes ist, zu merken, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Und der Rest der Körper hilft auch dazu, dass man sagt, was brauche ich und was brauche ich nicht. Würde mich noch interessieren, dass Sie vielleicht ähnlichen betroffenen Patienten, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie damals waren, können Sie denen vielleicht einen Rat geben, einen Tipp geben, wie man mit dem Thema umgeht, damit sie es vielleicht etwas leichter haben? Das Wichtigste, und das ist eine Binsenweisheit, das hört man immer wieder, das ist einfach nicht den Kopf hängen lassen. Immer mit positiven Gedanken sich dieser Herausforderung stellen. Es ist eine Herausforderung, aber diese Herausforderung ist nicht ein unüberbrückbares Hindernis. Oder wie Sie mir das dazu mal gesagt haben, Sie stehen kurz vor dem höchsten Berg, den Sie sich vorstellen können, und Sie müssen jetzt einfach Etappe für Etappe nehmen und nicht schon den Gipfel ansteuern und über den Berg gehen. Vielen Dank, Herr Thurla, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview mit uns zu machen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich als Betroffener dazu äußert, auch öffentlich. Aber ich bin sicher, das wird anderen Patienten helfen. Noch einmal vielen Dank fürs Kommen.